Heute spricht Fed-Chef Jerome Powell. Wird er dazu etwas sagen, was die Märkte inzwischen als Faktum einpreisen, nämlich dass die Zinsen schon bald fallen werden? Ja oder nein? Wird er sich überhaupt zur Geldpolitik äußern? Man weiß es nicht, aber möglich ist es, aber nicht sicher. Aber eins ist interessant, wir sehen eine Rotation aus den Magnificent Seven Aktien, also den Apples, Microsofts, Nvidias, Tesas, Metas, was haben wir noch, gell? Also Google, Amazon, alles was da kreucht und fleuchtet, das wird gemieden jetzt eher. Dazu gleich mehr. Dagegen geht man rein in Value, also in jene Werte, die in diesem Jahr nicht so gut gelaufen sind, und geht raus aus den Werten, die extrem teuer sind, inzwischen super gelaufen sind. Gestern haben wir gesehen, dass der Dollar zulegen konnte, dass die Renditen gestiegen sind, der Nasdaq unter Druck kam, und das, obwohl die Inflation PCE ein bisschen niedriger war zum Vormonat. Also ein interessantes Geschehen an den Märkten, das wir uns hier mal anschauen. Schauen Sie mal hier, Dow Jones 1,5% im Plus. S&P hat es auch noch ins Plus geschafft, Nasdaq im Minus. Gestern haben wir dann kurz vor Schluss noch so ein Booms, einen Spike nach oben gesehen. Insider vermuten, es ging hier darum, dass diese Zero DTE Calls respektive Puts hier nochmal abgefrühstückt werden können. Das ist ein sehr interessantes Level, hier eingezeichnet mit Strichen. Also da hat man versucht, noch schnell mal ein paar Optionen abzuräumen seitens der Verkäufer dieser Optionen, also der Market Maker oder wie man sie auch nennen kann, die Dealer, also jene Firmen, die eben diese Optionen an den Mann bringen, Zero-DTE-Optionen, die immer wichtiger werden, die über 50% des Optionsgeschehens bestimmen. Das wiederum bestimmt zu über 50% bereits das Geschehen, selbst in einzelnen Aktien und bei Indizes, also dieser Optionsbereich, der ist schon sehr, sehr wichtig. However, wir haben also diesen Spike gesehen nach den Verlusten oder dem zuvor doch negativeren Bild zum Handelsende, aber es hat nicht gereicht, um zum Beispiel eine Nvidia irgendwie nachhaltig zu stützen, die Aktie minus 2,85%, Google im Minus, Meta, wie gesagt, Tesla, Apple hat es noch ins Plus geschafft, so wie Microsoft, aber wie gesagt, das waren alles Bewegungen kurz vor Ende, aber hier sehen wir mal eingezeichnet so ein bisschen diesen Move der Kapitalströme, der Geldströme. Das ging raus aus dem Big Tech und geht rein in solche Werte wie United Health, also ein Dow Jones Schwergewicht in Pharma. Wir sehen hier Johnson & Johnson, solche Werte konnten profitieren. Banken waren relativ stark. Wir haben, vielleicht schauen wir es mal ganz kurz an hier, die Sektoren, nee, habe ich gar nicht jetzt dabei, also die einzelnen Sektoren in den USA, aber das ist hier auffällig. Hier sehen wir Spot Gamma mit die beste Seite für Optionen in den USA, sagt der Magnificent Seven. Gestern hatten wir den negativsten High Row seit über 30 Tagen. Ein negativer High Row ist getrieben durch Put Buying und oder Call Selling. Das heißt, hier haben irgendwelche Leute Puts gekauft oder ihre Calls verkauft, und das in relativ großer Stückzahl, und so erklärt sich diese Bewegung an den Märkten, die im November, was den S&P betrifft, einen der besten Novembers ever gehabt haben. Hier sehen wir mal eine Statistik, die sehr, sehr weit zurückreicht. Ich glaube, das ist jetzt der vierte oder fünftbeste November gewesen ever. Schauen wir uns mal so ein paar Aktien an. Roku 75%, Coinbase 62%. Shopify, Palantir, CrowdStrike, also so diese Verdächtigen im Tech-Bereich, Snowflake, Tesla 20%, Meta 9, Alphabet 7 und so weiter, Microsoft 12, das ist ja fast schon wenig. Hier sehen wir mal für den S&P 500, ist das jetzt der 18. beste Monat seit dem Jahr 1950 gewesen. Also das ist schon durchaus relevant. Wir waren im Vorjahr, im Juli 22, waren wir mal bei 9,1%, jetzt im November 8,9%. Juli 22, ja eigentlich ein Bärenmarkt 22, aber wir hatten da diese massive Rallye gesehen und jetzt also fast so wie im Juli 22. Wir sehen gestern den Dow Jones, 520 Punkte gestiegen, höchster Stand, höchster Schlusskurs in 2 Jahren.
Bester Monat in einem Jahr, so heißt es, oder in diesem Jahr, mehr als diesem Jahr eben, der Juli 22 war noch besser, aber schauen wir uns mal an, der Dow Jones jetzt mit diesem Anstieg gestern 8,4% im Minus, der Nasdaq, und damit gemeint ist der Nasdaq Composite, 35,9%, der Nasdaq 100, also die 100 Schwergewichte sozusagen mit den Magnificent Seven im Fokus, dieser Index ist knapp 46% gestiegen, wir sehen China negativ, minus 1,93%, auch heute wieder negativ. Dann gab es Berichte, dass staatliche Institutionen versuchen, die Aktienmärkte zu stützen, die sozusagen Banken beauftragt hätten, bestimmte ETFs und solche Sachen zu kaufen. Also die Lage in China ist schon eine interessante. Wir sehen Nikkei, Gold, Öl im Minus, Bitcoin 127% gestiegen, wird sich bestimmt wieder vervierfachen. Gar keine Frage. So wie der Nasdaq, wir sehen hier mal den Vergleich mit Jahreskerzen, also wir haben 1921, dann kommt diese dicke rote Kerze 22, das ist jetzt die Kerze 23 und interessanterweise bleibt die komplett in dieser Range, die wir 22 hatten. Wir haben es nicht ganz geschafft, so hoch zu steigen wie in 22. Wir sind aber auch nicht so weit gefallen wie im Vorjahr, in diesem Jahr interessanterweise. Einer der Werte im Fokus bei diesem Magnificent Seven, natürlich gestern auch Tesla, weil der elektrische Pickup ausgeliefert wurde. Hier schreibt die Wirtschaftswoche, das ist nichts für Handwerker, sondern für gutverdienende Möchtegern-Cowboys. Ja, das ist schon ein seltsames Auto. Leistungsfähigste Version beginnt bei 100.000 Dollar. Wahrscheinlich machte Tesla Verluste mit dem Verkauf dieser Autos. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, aber wir werden sehen. Aber interessant ist insgesamt, und das gilt für die gesamte Elektromobilitätsbranche, dass eben gebrauchte Teslas massiv an Wert verlieren. Da waren wir noch, ein gebrauchter Tesla hat etwa noch April 22 hat der noch über 67.000 Dollar eingebracht, jetzt 39.000 Dollar. Liegt daran, dass die Leute langsam checken, hey, das wird mit der Batterie ein Problem. Ich habe bestimmte Themen mit einem Elektrofahrzeug, die ich mit einem Verbrenner nicht habe. Mit dem Verbrenner habe ich wieder andere Themen, gar keine Frage. Aber das ist schon interessant und zeigt aus meiner Sicht, dass die Bewertung von Tesla früher oder später ins Rutschen kommt. Es wird dieser einer der Werte sein, wahrscheinlich neben Nvidia, meine Prognose, die perspektivisch, nicht heute, wahrscheinlich auch nicht morgen, aber perspektivisch aus diesem Magnificent Seven rauskippen. Warum Nvidia? Weil das, was Nvidia macht, das können im Prinzip andere auch und das werden andere auch tun. Aber sei es drum. Wenn wir nochmal zu den Märkten kommen, sehen wir, PCE waren ja die Daten gestern, Personal Consumption Expenditure, also diese Inflationsdaten. Und wir sehen, die Märkte haben gerne Wendepunkte nach oben oder nach unten an diesem Punkt. Gleichwohl solche Aktien wie Microsoft und Apple, die zwei größten Magnificent Sevens, die sind ja zunächst mal, scheinen die ausgebrochen zu sein. Aber hier sehen wir den Nasdaq Future, False Breakout, Fragezeichen. Könnte durchaus sein, dann sind viele gezwungen gewesen aufzuspringen, die sind dann in der Falle, wenn es mal nach unten gehen sollte. Der S&P 500 versucht seine Abwärtstrendlinie, seine ganz übergeordnete Abwärtstrendlinie seit dem Allzeithoch bei über 4.000 oder bei 4.800 Punkten zu brechen. Bisher gelingt es nicht, mal sehen, ob es gelingen wird, aber die Stimmung ist super bullisch. Ich hatte es gesagt, so wenig Bären wie seit Jahren nicht mehr, jetzt sind die Vermögensverwalter voll aufgesprungen, die hier befragt wurden, zu 81% investiert, noch kein Extrem, aber doch schon deutlich über Durchschnitt ist man hier investiert. Wir sehen auf der anderen Seite gestern Renditen gestiegen. Das ist eine bullische Wedge, die sich hier andeutet bei den 10-jährigen US-Renditen. Wir sehen, der Dollar ist aus dieser bullischen Wedge rausgekommen. Wir sehen den VIX, der versucht, aus dieser Wedge auszubrechen. Also das alles sind Anzeichen, die sich noch materialisieren müssen, aber die zeigen, da könnte schon noch was kommen, gerade was die Tech-Bereich, was den Tech-Bereich betrifft, gerade was eben die Magnificent Seven betrifft. Jetzt sehen wir hier mal das, was heute ansteht auf dem FED-Kalender, da ist die Discussion, Conversation with Spelman College President Helen Gayle, Discussion mit Jerome Powell, da ist nicht wirklich klar, oder aus diesen Formulierungen ist nicht klar, geht es da um Geldpolitik oder geht es nicht um Geldpolitik, das Ganze dann nochmal um 20 Uhr, da wird Jerome Powell mit Lisa Cook
ein Fat Governor, eine Dame, die Fat Governor ist, diskutieren. Vielleicht kommt da was in Sachen Geldpolitik, vielleicht schon davor. No one knows. Also 17 und 20 Uhr mal im Hinterkopf behalten. Wir werden ab 17 Uhr auf jeden Fall bei Finanzmarktwelt genau darauf hinweisen. Und hier sehen wir mal, das wäre beinahe hier übersprungen, die Wahrscheinlichkeiten, die die Fed Fund Futures einpreisen. Man sagt, okay, wir werden wahrscheinlich eine ganz knappe Kiste am 20.03. haben bei der Fed-Entscheidung zwischen Zinssenkung und Nicht-Zinssenkung. Aber dann 1.05. 48% Wahrscheinlichkeit Zinssenkung statt nur 24% Zinsen bleiben wie bisher. Hier wunderschönes Bild. I know you want it higher for longer, but 2024 is an election year. Also Jerome Powell wollte eigentlich höhere Zinsen, aber dann kommt die Janet und sagt, du Spatzel, wir haben Wahlen, gell? Jetzt stell dich einmal nicht so an, es ist leider halt wie es ist, gell? Da können die Zinsen nicht so hoch bleiben, sonst haben wir ein Problem. Das Problem haben insgesamt die Fed auch deswegen, weil immer mehr Geld nach wie vor, obwohl die Renditen gefallen sind, in diese Money Market Funds reinfließt. Wir haben 102 Milliarden Dollar in der letzten Woche, das ist der größte Zufluss seit diesen Turbulenzen um die Silicon Valley Bank. Es geht also weiter nach oben, erstaunlicherweise. Auf der anderen Seite sagt der eine oder andere, wie zum Beispiel Janus Henderson Investors, naja, also wir sind jetzt bei 5,86 Billionen, nicht mehr bei 5,73. Aber however, wenn dieses Geld mal irgendwann rausgeht, wo geht es dann hin? Geht es dann in die Aktienmärkte, vermutet hier Janus. Aber vielleicht eben auch nicht. Wir werden sehen. Jedenfalls sehen wir, dass die Regionalbankenaktien sich zuletzt gut entwickelt haben, obwohl hier oberer Chart, denn nach wie vor dieses Fed Bank Term Funding Program, dieses BTFP-Programm sehr, sehr stark genutzt wird. Also die Banken, gerade die kleineren, die müssen sich zu relativ hohen Zinsen Geld leihen bei der Fed, dass die Fed hier zur Verfügung stellt, um überhaupt über die Runden zu kommen, offensichtlich. Hier unten sehen wir nochmal die unrealisierten Verluste der Banken. Die Fed hat ja mit dem Trick zu sagen, okay, ihr könnt bei uns eure Anleihen zu 100% des Nennwertes hinterlegen, die Dinge erstmal gerettet. Aber wird man auch 2024 retten können? Bank of America sagt no. Wir werden eine higher for longer Politik weiterhin sehen, dann wird etwas brechen, so sagt die Bank of America, bevor dann die Fed die Zinsen senkt. Also es ist sozusagen so ein Time Lag, so eine Lücke zwischen dem Zeitpunkt, wo die Fed dann reagiert auf das, was passiert. Recession finally arrived. Und das Ganze wird dann zu einer höheren Volatilität führen. Wahrscheinlich ist der Schlüssel der Konsument. Hier sehen wir mal eine Umfrage aktuell, wo die Leute gefragt werden, ist es schwieriger jetzt Kredite zu bekommen? Und das steigt deutlich an. Wir sehen, dass auch Black Friday online gut gelaufen ist, aber für viele doch eine Enttäuschung war, was gerade den stationären Handel betrifft. Und hier mal diese Soft Landing Optimisten. Derzeit wird ja eigentlich ein No Landing eingepreist oder maximal ein Soft Landing, aber kein Hard Landing. Aber selbst wenn wir eine softische Landung haben oder eine harte Landung haben, es macht gar nicht viel Unterschied. Die Aktienmärkte korrigieren durchschnittlich sehr, sehr deutlich, wie wir hier in dieser Bloomberg-Grafik sehen. Zwischen 22 und 29% in etwa von bis zum Tief. Normalerweise fallen die Aktienmärkte nach der ersten Zinssenkung durch die Fed. Gestern hatten wir noch, oder kürzlich hatten wir noch das Beige Book. Da wurde gesagt, Economy is losing momentum and poised to slow sharply in 2024. Also dürfte stark nachlassen die Wirtschaft in 2024. Wir haben heute 16 Uhr interessante Daten, ISM Einkaufsmanager Index. Da sind wir seit vielen Monaten jetzt, seit dem ganzen Jahr 23 und schon davor unter der Marke von 50. Das heißt, wir haben Monat für Monat Schrumpfung. Heute 16 Uhr auch interessante Daten. Wie es wirklich bestellt ist um die Dinge, das kann man auch sehen bei Startups. Wir haben jetzt im dritten Quartal die größte Rate, die größte Anzahl von schließenden Startups gesehen, seit die Daten aufgezeichnet werden. Wir haben jetzt schon deutlich mehr, wir sehen, wie stark das hier angestiegen ist in 2023, gerade jetzt im dritten Quartal. Das dürfte sich fortsetzen, auch im vierten Quartal. Das nur mal so ein Indikator für die Wirtschaft. Die Unternehmen leiden an
den hohen Zinsen, respektive die Geldgeber sagen sich, naja, die vorher nicht wussten, wohin mit der Kohle bei 0% Zinsen, die jetzt eben sagen, hey, dann packe ich mein Geld lieber in Geldmarktfonds und nicht in riskante Geschäftsmodelle, die angesichts eines Hochzinsumfelds oder vergleichsweise Hochzinsumfelds eben vielleicht dann so oder so Schwierigkeiten kriegen. Abschließend Empfehlungen, meine Damen und Herren, frisch. Ich habe noch die Tintendruck sozusagen hier an dem Finger. Die EZB-Zinspredigten verhallen angesichts rückläufiger Inflation. Die Märkte glauben der FED nicht, der EZB nicht mehr, der FED auch nicht mehr, aber der EZB nicht mehr, den Notenbanken nicht mehr. Wie kriegen die es hin, jetzt zu sagen, hey, die Zinsen werden doch länger hoch bleiben? Die Märkte sagen nein. Und hier René Benko, ich hatte gesagt, das ist etwas, was man vielleicht in der Immobilienbranche als eine Art Lehman-Moment bezeichnen kann, weil unglaublich viele Zahlungsausfälle passieren, sodass andere kippen oder wie jetzt eben Sportcheck gestern, die in diesem Umfeld von Benko sich hier aufgehalten haben, zu diesem Konzern gehört haben, Sportcheck, wirkliche Traditionsfirma. René Benko wird vom Selfmade-Milliardär zum Wertevernichter. Das ist ein interessanter Artikel, der so ein bisschen die Dimensionen zeigt, um die es hier geht. Zweite Empfehlung und die dritte Empfehlung, das ist die für nächsten Mittwoch, 19 Uhr, meine Damen und Herren, 6. Dezember. Da wollen wir mit André Starke sprechen, eben vor allem über das Jahr 24. Was kommt, was sind die Trends, welche Muster kann er erkennen aus den Dingen? Es ist immer wieder interessant, was der André da veranstaltet und ich denke, Sie würden es nicht bereuen, sich das mal ein bisschen anzuhören. Anmelden einfach mit dem Link, den ich Ihnen unter das Video packe. Es wäre mir eine Freude, Sie da begrüßen zu dürfen. Jetzt aber verabschiede ich mich und sage erst einmal Servus, ciao.